Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Für weitere Informationen besuchen Sie LibriVox.org. Georg Büchner, Wojciech. Vorbemerkung: Dieses Stück ist ein Fragment. Es gibt keine einzig richtige Reihenfolge der einzelnen Szenen, denn sie sind weder nummeriert noch in Akte aufgeteilt. Das Stück spielt in Darmstadt. Deshalb haben im Hochdeutschen grammatikalisch falsche Konstruktionen hier ihre Richtigkeit. Wojciech beim Hauptmann. Hauptmann auf dem Stuhl. Wojciech rasiert ihn. Hauptmann: Langsam, Wojciech, langsam. Eins nach dem anderen. Er macht mir ganz schwindlig. Was soll ich dann mit den 10 Minuten anfangen, die er heute zu früh fertig wird? Wojciech, bedenk er. Er hat noch seine schönen 30 Jahre zu leben. 30 Jahre macht 360 Monate und Tage, Stunden, Minuten. Was will er denn mit der ungeheuren Zeit all anfangen? Teilt er sich ein, Wojciech? Wojciech: Jawohl, Herr Hauptmann. Hauptmann: Es wird mir ganz Angst um die Welt, wenn ich an die Ewigkeit denke. Beschäftigung, Wojciech, Beschäftigung. Ewig. Das ist ewig, das ist ewig, das siehst du ein. Nur ist es aber wieder nicht ewig, und das ist ein Augenblick. Ja, ein Augenblick, Wojciech. Es schaudert mich, wenn ich denke, dass sich die Welt in einem Tag herumdreht. Was eine Zeitverschwendung. Wo soll das hinaus, Wojciech? Ich kann kein Mühlrad mehr sehen, oder ich werde melancholisch. Wojciech: Jawohl, Herr Hauptmann. Hauptmann: Wojciech, er sieht immer so verhetzt aus. Ein guter Mensch tut das nicht. Ein guter Mensch, der sein gutes Gewissen hat. Red er doch was, Wojciech. Was ist heute für Wetter? Wojciech: Schlimm, Herr Hauptmann, schlimm. Wind. Hauptmann: Ich spür's schon. Es ist so was Geschwindes draußen. So ein Wind macht mir den Effekt wie eine Maus. Ich glaube, wir haben so was aus Süd-Nord. Wojciech: Jawohl, Herr Hauptmann. Hauptmann: Haha, Süd-Nord, haha, er ist so dumm, ganz abscheulich dumm. Wojciech: Er ist ein guter Mensch. Aber, Wojciech, er hat keine Moral. Moral, das ist, wenn man moralisch ist. Versteht er? Es ist ein gutes Wort. Er hat ein Kind ohne den Segen der Kirche. Wie unser hochehrwürdiger Herr Garnisonsprediger sagt, ohne den Segen der Kirche, es ist nicht von mir. Wojciech: Herr Hauptmann, der liebe Gott wird den armen Wurm nicht drum ansehen, ob das Amen drüber gesagt ist, die er gemacht wurde. Der Herr sprach: Lasset die Kleinen zu mir kommen. Hauptmann: Was sagt er da? Was ist das für eine kuriose Antwort? Er macht mich ganz konfus mit seiner Antwort. Wenn ich sag er, so meine ich ihn. Ihn. Wojciech: Wir arme Leute, sehen Sie, Herr Hauptmann, Geld. Geld. Wer kein Geld hat, da setzt einmal eines seinesgleichen auf die Moral in der Welt. Man hat auch sein Fleisch und Blut. Unser Eins ist doch einmal unselig in der und in der anderen Welt. Ich glaube, wenn wir in den Himmel kämen, so müssten wir Donnern helfen. Hauptmann: Wojciech, er hat keine Tugend. Er ist kein tugendhafter Mensch. Fleisch und Blut, wenn ich am Fenster lieg, wenn's geregnet hat, und den weißen Strümpfen nachsehe, wie sie über die Gassen springen, verdammt, Wojciech, da kommt mir die Liebe. Ich habe auch Fleisch und Blut. Aber Wojciech, die Tugend, die Tugend. Wie sollte ich dann die Zeit rumbringen? Ich sag mir immer, du bist ein tugendhafter Mensch. Ein guter Mensch. Ein guter Mensch. Wojciech: Ja, Herr Hauptmann, die Tugend. Ich hab's noch nicht so aus. Sehen Sie, wir gemeine Leute, das hat keine Tugend. Es kommt nur so die Natur. Aber wenn ich ein Herr wäre und hätte einen Hut und eine Uhr und ein Anglais und könnte vornehm reden, ich wollte schon tugendhaft sein. Es muss was Schönes sein um die Tugend, Herr Hauptmann. Aber ich bin ein armer Kerl. Hauptmann: Gut, Wojciech,
Du bist ein guter Mensch, ein guter Mensch. Aber du denkst zu viel, das zehrt. Du siehst immer so verhetzt aus. Der Diskurs hat mich ganz angegriffen. Geh jetzt und renn nicht so. Langsam, hübsch langsam, die Straße hinunter. Freies Feld, die Stadt in der Ferne. Woyzeck und Andres schneiden Stecken im Gebüsch. Andres pfeift. Woyzeck. Ja, Andres, der Platz ist verflucht. Siehst du den lichten Streif da über das Gras hin, wo die Schwämme so nachwachsen? Da rollt abends der Kopf. Es hob ihn einmal einer auf, er meint, es wäre ein Igel. 3 Tage und 3 Nächte, er lag auf den Hobelspänen. Andres, das waren die Freimaurer. Ich hab's, die Freimaurer. Andres. Saßen dort 2 Hasen, fraßen ab das grüne, grüne Gras. Woyzeck. Still. Hörst du's, Andres? Hörst du's? Es geht was. Andres. Fraßen ab das grüne, grüne Gras, bis auf den grünen Rasen. Woyzeck. Es geht hinter mir. Unter mir. Stampft auf den Boden. Hohl. Hörst du? Alles hohl da unten. Die Freimaurer. Andres. Ich fürcht mich. Woyzeck. Sie ist so kurios still. Man möchte den Atem halten. Andres. Andres. Was? Woyzeck. Red was. Andres. Wie hell. Über der Stadt ist alles Glut. Ein Feuer fährt um den Himmel und ein Getös herunter wie Posaunen, wie es heraufzieht. Fort, sieh nicht hinter dich. Er reißt ihn ins Gebüsch. Andres, Woyzeck, hörst du's noch? Woyzeck, still, alles still, als wäre die Welt tot. Andres, hörst du? Sie trommeln drin. Wir müssen fort. Die Stadt. Marie mit ihrem Kind am Fenster. Margret. Der Zapfenstreich geht vorbei. Der Tambourmajor voran. Marie, das Kind wippend auf dem Arm. Hey, Bub, sarara, hörst du, da kommen sie. Margret. Was ein Mann. Wie ein Baum. Marie. Er steht auf seinen Füßen wie ein Löw. Tambourmajor grüßt. Margret. Ei, was freundliche Auge, Frau Nachbarin. Sowas ist man an ihr nicht gewöhnt. Marie singt. Soldaten, das sind schöne Bursch. Margret. Ihre Auge glänze ja noch. Marie. Und wenn? Trag sie ihr auch zum Jud und lass sie putze. Vielleicht glänze sie noch, dass man sie für 2 Knöpfe verkaufen könnt. Margret. Was Sie? Sie, Frau Jungfer? Ich bin eine honette Person, aber Sie, es weiß jeder, Sie guckt 7 Paar lederne Hosen durch. Marie, Luder, schlägt das Fenster durch. Komm, mein Bub, was die Leute wolle, bist doch nur ein arm Hurenkind und machst deiner Mutter Freude mit deinem unehrlichen Gesicht, sassa, sassa. Singt. Mädel, was fangst du jetzt an? Hast ein klein Kind und kein Mann? Ei, was frage ich danach? Sing ich die ganze Nacht? Heio, Popeio, mein Bu, Juche, gib mir kein Mensch nichts dazu. Es klopft am Fenster. Marie, wer da? Bist du's, Franz? Komm herein. Woyzeck. Kann nit, muss zum Verles. Marie, hast du Stecken geschnitten für den Hauptmann? Woyzeck. Ja, Marie. Marie, was hast du, Franz? Du siehst so verstört. Woyzeck, geheimnisvoll. Marie, es war wieder was. Viel steht nicht geschrieben. Und sieh, da ging ein Rauch vom Land, wie der Rauch vom Ofen. Marie, Mann! Woyzeck, es ist hinter mir hergangen, bis vor die Stadt. Etwas, was wir nicht fassen, begreifen.
was uns von Sinnen bringt. Was soll es werden? Marie. Franz! Wojciech. Ich muss fort. Heute Abend auf die Mess. Ich habe wieder gespart. Er geht. Marie. Der Mann. So vergeistert. Er hat sein Kind nicht angesehen. Er schnappt noch über mit den Gedanken. Was bist du so still, Bub? Fürchtest dich? Es wird so dunkel. Man meint, man wäre blind. Sonst scheint als die Laterne herein. Ich halt's nicht aus. Es schauert mich. Buden, Lichter, Volk. Alter Mann singt und Kind tanzt zum Leierkasten. Auf der Welt ist kein Bestand, wir müssen alle sterben. Das ist uns wohl bekannt. Wojciech. Hey, Hopsas, armer Mann, alter Mann, armes Kind, junges Kind, Sorgen und Feste. Marie. Mensch, sind noch die Narren von Verstande, dann ist man selbst ein Narr. Komische Welt, schöne Welt. Beide gehen weiter zum Marktschreier. Marktschreier vor seiner Bude mit seiner Frau in Hosen und einem kostümierten Affen. Meine Herren, meine Herren, sehen Sie die Kreatur, wie sie Gott gemacht. Nix, gar nix. Sehen Sie jetzt die Kunst. Geht aufrecht, hat Rock und Hosen, hat einen Säbel. Der Aff ist Soldat, ist noch nicht viel. Unterste Stufe von menschlicher Geschlecht. Ho, mach Kompliment. So bist Baron. Gib Kuss. Er trompetet. Wicht es musikalisch. Meine Herren, hier ist zu sehen das astronomische Pferd und die kleine Kanaille Vögele sind Favorit von aller gekrönte Häupter Europas, verkündigen den Leuten alles. Wie alt, wie viel Kinder, was für Krankheit. Die Repräsentationen anfangen, es wird sogleich sein Commencement von Commencement. Wojciech. Willst du? Marie. Meinetwegen, das muss schön Ding sein, was der Mensch Quasten hat und die Frau Hosen. Beide gehen in die Bude. Tambourmajor. Halt, jetzt! Siehst du sie? Was ein Weibsbild! Unteroffizier. Teufel! Zum Fortpflanzen von Kürassierregimentern. Tambourmajor. Und zur Zucht von Tambourmajors. Unteroffizier. Wie sie den Kopf trägt. Man meint, das schwarze Haar müsste sie abwärts ziehen wie ein Gewicht. Und Augen? Tambourmajor. Als ob man in ein Ziehbrunnen oder zu einem Schornstein hinunterguckt. Fort, hintendrein! Das Innere der hell erleuchteten Bude. Marie. Was Licht! Wojciech. Ja, Marie. Schwarze Katzen mit feurigen Augen. Hey, was ein Abend! Der Budenbesitzer, ein Pferd vorführend. Zeig dein Talent, zeig deine fiesche Vernünftigkeit. Beschäme die menschliche Sozietät. Meine Herren, dies Tier, was Sie da sehen, Schwanz am Leib auf seine vier Hufe, ist Mitglied von aller Gelehrtsozietät, ist Professor an unserer Universität, wo die Studenten bei ihm reiten und schlagen lernen. Das war einfacher Verstand. Denk jetzt mit der doppelten Raison. Was machst du, wann du mit der doppelten Raison denkst? Ist unter der Gelehrtensozietät da ein Esel? Der Gaul schüttelt den Kopf. Sehen Sie jetzt die doppelte Raison? Das ist Physiognomik. Ja, das ist kein viehdummes Individuum, das ist ein Person, ein Mensch, ein tierischer Mensch und doch ein Vieh, ein Bete. Das Pferd führt sich ungebührlich auf. So beschäme die Société. Sehen Sie, das Vieh ist noch Natur, unideale Natur. Lernen Sie bei ihm. Fragen Sie den Arzt, es ist sonst höchst schädlich. Das hat geheißen, Mensch, sei natürlich. Du bist geschaffen aus Staub, Sand, Dreck. Willst du mehr sein als Staub, Sand, Dreck? Sehen Sie, was Vernunft? Es kann rechnen und kann doch nicht an den Fingern herzählen. Warum? Kann sich nur nicht ausdrücken, nur nicht explizieren, ist ein verwandelter Mensch. Sag den Herren, wie viel Uhr es ist. Wer von den Herren und Damen hat eine Uhr? Eine Uhr? Unteroffizier. Eine Uhr? Zieht großartig und gemessen eine Uhr aus der Tasche. Da, mein Herr. Marie, das muss ich sehen. Sie klettert auf den ersten Platz. Unteroffizier hilft ihr. Tambourmajor. Das ist ein Weibsbild. Mariens Kammer. Marie sitzt, ihr Kind auf dem Schoß, ein Stückchen Spiegel in der Hand.
Der andere hat ihm befohlen und er hat gehen müssen. Bespiegelt sich. Was die Steine glänzen. Was sind's für? Was hat er gesagt? Schlaf, Bub. Drück die Augen zu, fest. Das Kind versteckt die Augen hinter den Händen. Noch fester. Bleib so, still oder erhol dich. Singt. Mädel, mach's Ladel zu. Es kommt der Zigeunerpuh. Führt dich an deiner Hand. Fort ins Zigeunerland. Spiegelt sich wieder. Es ist gewiss Gold. Wie wird mir's beim Tanzen stehen? Und seins hat doch nur ein Eckchen in der Welt und ein Stück Spiegel. Und doch habe ich einen so roten Mund als die großen Madamen mit ihren Spiegeln von oben bis unten, ihren schönen Herren, denen die Hand küssen. Ich bin nur ein armes Weibsbild. Das Kind richtet sich auf. Still, Bub, die Augen zu. Das Schlafengelchen, wie es an der Wand läuft. Sie blinkt ihm mit dem Glas. Die Augen zu. Oder es sieht dir hinein, dass du blind wirst. Wojciech tritt herein hinter sie. Sie fährt auf mit den Händen nach den Ohren. Wojciech. Was hast du? Marie. Nix. Wojciech. Unter deinen Fingern glänzt's ja. Marie. Ein Ohrringlein, ich hab's gefunden. Wojciech. Ich hab so noch nix gefunden. Zwei auf einmal. Marie, bin ich ein Mensch? Wojciech, es ist gut, Marie. Was der Bub schläft, greif ihm unter das Ärmchen, der Stuhl drückt ihn. Die hellen Tropfen stehen ihm auf der Stirn. Alles arbeitet unter der Sonne, sogar Schweiß im Schlaf. Wir arme Leute. Da ist wieder Geld, Marie. Die Löhnung. Und was von meinem Hauptmann? Marie. Gott vergelt's, Franz. Wojciech. Ich muss fort, heute Abend. Marie. Adies. Marie, allein. Ich bin doch ein schlechter Mensch. Ich könnte mich erstechen. Ach, was Welt. Geht doch alle zum Teufel, Mann und Weib. Beim Doktor. Doktor. Was erlebe ich, Wojciech? Ein Mann von Wort? Wojciech. Was denn, Herr Doktor? Doktor. Ich hab's gesehen, Wojciech. Er hat auf die Straße gepisst, an die Wand gepisst, wie ein Hund. Und doch 3 Groschen täglich und die Kost. Wojciech, das ist schlecht. Die Welt wird schlecht. Sehr schlecht. Wojciech. Aber, Herr Doktor, wenn einem die Natur kommt... Doktor. Die Natur kommt! Die Natur kommt! Die Natur! Habe ich nicht nachgewiesen, dass der Musculus constrictor vesicae dem Willen unterworfen ist? Die Natur, Wojciech. Der Mensch ist frei. In dem Menschen verklärt sich die Individualität zur Freiheit. Den Harren nicht halten können! Er schüttelt den Kopf, legt die Hände auf den Rücken und geht auf und ab. Hat er schon seine Erbsen gegessen, Wojciech? Nichts als Erbsen. Kruziferei, merke sich's. Es gibt eine Revolution in der Wissenschaft. Ich sprenge sie in die Luft. Harnstoff, 010, salzsaures Ammonium, Hyperoxidul. Wojciech, muss er nicht wieder pissen? Geh er einmal hinein und probier er's. Wojciech. Ich kann nicht, Doktor. Doktor. Aber an die Wand pissen. Ich hab's schriftlich. Den Akkord in der Hand. Ich hab's gesehen. Mit diesen Augen gesehen. Ich steckt grad die Nase zum Fenster hinaus und ließ die Sonnenstrahlen hineinfallen, um das Niesen zu beobachten. Er tritt auf ihn los. Nein, Wojciech, ich ärgere mich nicht. Ärger ist ungesund. Ist unwissenschaftlich. Ich bin ruhig. Ganz ruhig. Mein Puls hat seine gewöhnliche 60. Und ich sag's ihm mit der größten Kaltblütigkeit. Behüte, wer wir sich über einen Menschen ärgern. Ein Mensch, wenn es noch ein Proteus wäre, der einem krepiert. Aber Wojciech, er hätte nicht an die Wand pissen sollen. Wojciech, sehen Sie, Herr Doktor,
Manchmal hat einer so einen Charakter, so eine Struktur, aber mit der Natur ist was anderes, sehen Sie, mit der Natur, er kracht mit den Fingern. Das ist sowas, wie soll ich sagen, zum Beispiel, Doktor. Wojciech, er philosophiert wieder. Wojciech, Herr Doktor, haben Sie schon was von der doppelten Natur gesehen? Wenn die Sonne Mittag steht und es ist, als ging die Welt in Feuer auf, hat schon eine fürchterliche Stimme zu mir geredet. Doktor. Wojciech, er hat eine Aberratio. Wojciech legt den Finger auf die Nase. Die Schwemme, Herr Doktor, da steckt's. Haben Sie schon gesehen, in was für Figuren die Schwämme auf den Boden wachsen? Wer das lesen könnte, Doktor. Wojciech, er hat die schönste Aberratio mentalis partialis, die zweite Spezies, sehr schön ausgeprägt, Wojciech. Er kriegt Zulage. Zweite Spezies, fixe Idee mit allgemein vernünftigem Zustand. Er tut noch alles wie sonst, rasiert seinen Hauptmann. Wojciech. Jawohl. Doktor. Isst seine Erbsen? Wojciech. Immer ordentlich, Herr Doktor. Das Geld für die Menage kriegt meine Frau. Doktor. Tut seinen Dienst? Wojciech. Jawohl. Doktor. Er ist ein interessanter Kasus. Subjekt Wojciech, er kriegt Zulage. Halte er sich brav? Zeige er seinen Puls? Ja. Mariens Kammer, Marion Tambourmajor. Tambourmajor. Marie ihn ansehend. Geh einmal vor dich hin, über die Brust wie ein Rind und den Bart wie ein Löw. So ist keiner. Ich bin stolz vor allen Weibern. Tambourmajor. Wenn ich am Sonntag erst einen großen Federbusch habe und die weiße Handschuhe, Donnerwetter. Der Prinz sagt immer, Mensch, er ist ein Kerl. Marie. Ach was, Mann. Tambourmajor. Und du bist auch ein Weibsbild. Sapperment, wir wollen eine Zucht Tambourmajors anlegen, hä? Er umfasst sie, Marie. Lass mich. Tambourmajor. Wildtier. Marie. Rühr mich an. Tambourmajor. Sieht dir der Teufel aus den Augen? Marie. Meinetwegen. Es ist alles eins. Straße. Hauptmann, Doktor. Hauptmann keucht die Straße runter, hält an, keucht, zieht sich um. Hauptmann. Herr Doktor, rennen Sie nicht so. Rudern Sie mit Ihrem Stock nicht so in der Luft. Sie hetzen sich hier hinter dem Tod rein. Ein guter Mensch, der sein gutes Gewissen hat, geht nicht so schnell. Ein guter Mensch, er erwischt den Doktor im Rock. Herr Doktor, erlauben Sie, dass ich ein Menschenleben rette? Doktor. Pressiert, pressiert. Hauptmann. Herr Doktor, ich bin so schwermütig. Ich habe so was Schwärmerisches. Ich muss immer weinen, wenn ich meinen Rock an der Wand hängen sehe. Doktor. Aufgedunsen, fett, dicker Hals, apoplektische Konstitution. Ja, Herr Hauptmann, Sie können eine Apoplexia cerebri kriegen. Sie können sie aber auch vielleicht nur auf der einen Seite bekommen und auf der anderen gelähmt sein. Oder aber Sie können im besten Fall geistig gelähmt werden und nur fortvegetieren. Das sind so ungefähr Ihre Aussichten auf die nächsten 4 Wochen. Übrigens kann ich Sie versichern, dass Sie einen von den interessanten Fällen abgeben. Und wenn Gott will, dass Ihre Zunge zum Teil gelähmt wird, so machen wir unsterbliche Experimente. Hauptmann. Herr Doktor, erschrecken Sie mich nicht. Es sind schon Leute am Schreck gestorben, am bloßen hellen Schreck. Ich sehe schon die Leute mit den Zitronen in den Händen. Aber Sie werden sagen, er war ein guter Mensch. Ein guter Mensch. Teufel, Sargnagel. Doktor hält ihm den Hut hin. Was ist das, Das ist ein Hohlkopf, geehrtester Herr Exerzierzagel. Hauptmann macht eine Falte. Was ist das, Herr Doktor? Das ist Einfalt, bester Herr Sargnagel. Aber nichts für ungut. Ich bin ein guter Mensch. Aber ich kann auch, wenn ich will, Herr Doktor. Wenn ich will. Wojciech kommt und will vorbeieilen. Hey, Wojciech! Was hetzt er sich so an uns vorbei? Bleib er doch, Wojciech. Er läuft ja wie ein offenes Rasiermesser durch die Welt. Man schneidet sich an ihm. Er läuft, als hätte ein Regiment Kastrierte zu rasieren und wurde gehängt über dem längsten Haar noch vor dem Verschwinden.
Aber über die langen Bärte, was wollte ich doch sagen? Wojciech, die langen Bärte, Doktor. Langer Bart unter dem Kinn, schon Plinius spricht davon, man müsste es den Soldaten abgewöhnen. Hauptmann fährt fort. Ha, über die langen Bärte. Wie ist Wojciech? Hat er noch nicht ein Haar aus einem Bart in seiner Schüssel gefunden, hä? Er versteht mich doch. Ein Haar eines Menschen, vom Bart eines Sapeurs, eines Unteroffiziers, eines Tambourmajors? Hä, Wojciech? Aber er hat eine brave Frau. Geht ihm nicht wie anderen, Wojciech. Jawohl, was wollen Sie sagen, Herr Hauptmann? Hauptmann. Was der Kerl ein Gesicht macht. Vielleicht nun auch nicht in der Suppe, aber wenn er sich eilt und um die Ecke geht, so kann er vielleicht noch auf ein paar Lippen eins finden. Ein paar Lippen, Wojciech. Kerl, er ist ja kreideweiß. Wojciech. Ich bin ein armer Teufel. Ich habe sonst nichts auf der Welt. Wenn Sie Spaß machen, Hauptmann. Spaß? Ich? Dass dich Spaß, Kerl. Doktor. Den Puls, Wojciech, den Puls. Klein, hart, hüpfend, unregelmäßig. Wojciech. Die Erde ist höllenheiß. Mir eiskalt, eiskalt. Die Hölle ist kalt, wollen wir wetten? Unmöglich, Mensch, Mensch, unmöglich. Hauptmann. Kerl, will er ein paar Kugeln vor den Kopf haben? Er ersticht mich mit seinen Augen und ich meine es gut mit ihm, weil er ein guter Mensch ist, Wojciech, ein guter Mensch. Doktor. Gesichtsmuskeln starr, gespannt, zuweilen hüpfend, Haltung aufgeregt, gespannt. Wojciech. Ich gehe. Es ist viel möglich. Der Mensch, es ist viel möglich. Wir haben schön Wetter. Sehen Sie, so ein schöner, fester, grauer Himmel. Man könnte Lust bekommen, in Kloben hineinzuschlagen und sich daran zu hängen. Nur wegen des Gedankenstriches zwischen Ja und wieder Ja und Nein. Ja und Nein? Ist das Nein am Ja oder das Ja am Nein schuld? Ich will darüber nachdenken. Er geht mit breiten Schritten ab, erst langsamer, dann immer schneller. Hauptmann. Mir wird ganz schwindlig vor den Menschen. Wie schnell! Der lange Schlingel greift aus, als läuft der Schatten von einem Spinnbein, und der kurze, das zuckelt. Der lange ist der Blitz und der kleine der Donner. Ah, grotesk, grotesk. Mariens Kammer. Marien Wojciech. Wojciech. Sieht sie starr an und schüttelt den Kopf. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Oh, man müsste sehen, man müsste greifen können mit Fäusten. Marie. Was hast du, Franz? Du bist hirnwütig, Franz. Wojciech. Eine Sünde. So dick und so breit, es stinkt, dass man die Engelchen zum Himmel hinausräuchern könnte. Du hast einen roten Mund, Marie. Keine Blase drauf? Wie? Marie, du bist schön wie die Sünde. Kann die Todsünde so schön sein? Marie. Franz, du redest im Fieber. Wojciech. Teufel! Hat er da gestanden? So? So? Marie. Die Welt der Tag lang und die Welt alt ist, können viele Menschen an einem Platz stehen, einer nach dem anderen. Wojciech. Ich habe ihn gesehen. Marie. Man kann viel sehen, wenn man zwei Augen hat und nicht blind ist und die Sonne scheint. Wojciech. Mensch! Geht auf sie los. Marie. Rühr mich an, Franz. Ich hätte lieber ein Messer in den Leib als deine Hand auf meiner. Mein Vater hat mich nicht anzugreifen gewagt, wie ich 10 Jahre alt war, wenn ich ihn ansah. Wojciech. Weib! Nein, es müsste was an dir sein. Jeder Mensch ist ein Abgrund. Es schwindelt einem, wenn man hinabsieht. Es wäre... Sie geht wie die Unschuld. Nun, Unschuld, du hast ein Zeichen an dir. Weiß ich's? Weiß ich's? Wer weiß es?
er geht. Die Wachstube. Wolzig und Andres. Andres. Frau Wirtin hat eine brave Magd. Sie sitzt im Garten Tag und Nacht. Sie sitzt im Garten. Wolzig. Andres. Andres. Nu? Wolzig. Schön Wetter. Andres. Sonntagswetter. Musik vor der Stadt. Vorhin sind die Weibsbilder hinaus. Die Menschen dampfe. Das geht. Wolzig. Tanz. Andres, sie tanze. Andres. Im Rössel und in Sternen. Wolzig. Tanz. Tanz. Andres. Meinetwege. Sitzt in ihrem Garten, bis dass das Glöcklein Zwölfe schlägt und passt auf die Soldaten. Wolzig. Andres. Ich hab keine Ruhe. Andres. Narr. Wolzig. Ich muss hinaus. Es dreht sich mir vor Augen. Tanz. Tanz. Wird sie heiße Hände haben? Verdammt. Andres. Andres. Was willst du? Wolzig. Ich muss fort. Muss sehen. Andres. Du Unfried. Wegen dem Mensch. Wolzig. Ich muss hinaus. Es ist zu heiß da hier. Wirtshaus. Die Fenster offen. Tanz. Bänke vor dem Haus. Bursche. Erster Bursch. Ich habe ein Händlein an, das ist nicht mein. Meine Seele stinkt nach Branntewein. Zweiter Bursch. Bruder, soll ich dir aus Freundschaft ein Loch in der Natur machen? Vorwärts. Ich will ein Loch in der Natur machen. Ich bin auch ein Kerl, du weißt. Ich will ihm alle Flöhe am Leib totschlagen. Erster Bursch. Meine Seele stinkt nach Branntewein. Selbst das Geld geht in Verwesung über. Vergiss mein nicht. Wie ist diese Welt so schön? Bruder, ich muss ein Regenfass voll greinen vor Wehmut. Ich wollt, unsere Nasen wären zwei Bouteillen und wir könnten sie uns einander in den Hals gießen. André. Ein Jäger aus der Pfalz ritt einst durch den grünen Wald. Halli, hallo, hallustig ist die Jägerei, all hier auf grüner Heid, das Jagen ist mein Freud. Wolzig stellt sich ans Fenster. Marie und der Tambourmajor tanzen vorbei, ohne ihn zu bemerken. Wolzig. Ja, sie. Teufel. Marie im Vorbeitanzen. Immerzu, immerzu. Wolzig. Immerzu. 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 Dreht euch, wälzt euch. Warum bläst Gott nicht die Sonne aus, dass alles in Unzucht sich übereinander wälzt? Mann und Weib und Mensch und Vieh und tut's am hellen Tag, tut's einem auf den Händen wie die Mücken. Weib, das Weib ist heiß, heiß, immer so, immer so. Der Kerl, wie er an ihr herumgreift, an ihrem Leib, er hat sie. Wie ich zu Anfang. Er sinkt betäubt zusammen. Erster Bursch auf dem Tisch. Jedoch, wenn ein Wanderer, der gelehnt steht an dem Strom der Zeit, oder aber sich die göttliche Weisheit beantwortet und sich anredet, warum ist der Mensch? Warum ist der Mensch? Aber wahrlich, ich sage euch, von was hätte der Landmann, der Weißbinder, der Schuster, der Arzt leben sollen, wenn Gott den Menschen nicht geschaffen hätte? Von was hätte der Schneider leben sollen, wenn er dem Menschen nicht die Empfindung der Scham eingepflanzt hätte? Von was der Soldat, wenn er ihn nicht mit dem Bedürfnis, sich totzuschlagen, ausgerüstet hätte? Darum zweifelt nicht. Ja, ja, es ist lieblich und fein, aber alles Irdische ist übel. Selbst das Geld geht in Verwesung über. Zum Beschluss, meine geliebten Zuhörer, lasst uns noch übers Kreuz pissen, damit ein Jud stirbt. Unter allgemeinem Gejohle erwacht Wolzig und rast davon.
freies Feld. Wurzig. Immer zu, hisch, hasch. So gehen die Geigen und die Pfeifen. Immer zu, still. Musik? Was spricht da unten? Richte ich gegen den Boden, ha? Was sagt ihr? Lauter! Stich die Zickwolfin tot? Stich die Zickwolfin tot? Soll ich? Muss ich? Hör ich's da auch? Sagt's der Wind auch? Hör ich's immer? Immer zu? Stich tot! Tod! Ein Zimmer in der Kaserne. Nacht. Andres und Wojcik in einem Bett. Wojcik. Andres. Andres murmelt im Schlaf. Wojcik schüttelt Andres. Hey, Andres! Andres! Andres. Na, was ist? Wojcik. Ich kann nicht schlafen. Wenn ich die Augen zumache, dreht sich's immer, und ich höre die Geigen immer zu, und dann spricht's aus der Wand. Hörst du nix? Andres. Ja, lass sie tanze. Einer ist müde, und dann Gott behüt uns. Amen. Wojcik. Er redt immer. Stich, und zieht mir zwischen den Augen wie ein Messer. Andres. Schlaf, Narr. Er schläft wieder ein. Wojcik. Immer zu. Der Hof des Doktors. Studenten und Wojcik unten, der Doktor am Dachfenster. Doktor. Meine Herren, ich bin auf dem Dach wie David, als er die Bathseba sah. Aber ich sehe nichts, als die Cool de Paris der Mädchenpension im Garten trocknen. Meine Herren, wir sind an der wichtigsten Frage über das Verhältnis des Subjekts zum Objekt. Wenn wir nur eins von den Dingen nehmen, worin sich die organische Selbstaffirmation des Göttlichen auf einem so hohen Standpunkte manifestiert und ihre Verhältnisse zum Raum, zur Erde, zum planetarischen Untersuchungen, meine Herren, wenn ich diese Katze zum Fenster hinauswerfe, wie wird diese Wesenheit sich zum Zentrum gravitationsgemäß ihrem eigenen Instinkt verhalten? Hey, Wojcik! Wojcik! Wojcik fängt die Katze auf. Herr Doktor, sie beißt. Doktor. Kerl! Er greift die Bestie so zärtlich an, als wär's seine Großmutter. Er kommt herunter. Wojcik. Herr Doktor, ich hab's zittern. Doktor. Ei, schön, Wojcik. Was seh ich, meine Herren? Die neue Spezies Hasenlaus? Eine schöne Spezies. Er zieht eine Lupe heraus, die Katze läuft fort. Meine Herren, das Tier hat keinen wissenschaftlichen Instinkt. Die können dafür was anderes sehen. Sehen Sie, der Mensch, seit einem Vierteljahr ist er nichts als Erbsen. Bemerken Sie die Wirkung? Fühlen Sie einmal, was ein ungleicher Puls? Der und die Augen? Wurzig. Also der Doktor, es wird mir dunkel. Er setzt sich. Doktor. Courage, Wojcik. Noch ein paar Tage und dann ist's fertig. Fühlen Sie, meine Herren, fühlen Sie. Sie betasten im Schläfe Puls und Busen. Apropos, Wojcik, bewegt den Herrn doch einmal die Ohren. Ich habe es Ihnen schon zeigen wollen. Zwei Muskeln sind's bei ihm tätig. Hallo? Frisch? Wojcik. Ach, Herr Doktor. Doktor. Bestie, soll ich dir die Ohren bewegen? Willst du's machen wie die Katze? So, meine Herren, das sind so Übergänge zum Esel. Häufig auch die Folge weiblicher Erziehung und die Muttersprache. Wie viel Haare hat dir die Mutter zum Andenken schon ausgerissen aus Zärtlichkeit? Sie sind ja ganz dünn geworden seit ein paar Tagen. Ja, die Erbsen, meine Herren. Kasernenhof. Wojcik. Hast nix gehört? Andres. Er ist da, noch mit einem Kameraden. Wojcik. Er hat was gesagt. Andres. Woher weißt du's?
Was soll ich sagen? Nu, er lachte und dann sagt er, ein köstlich Weibsbild. Die hat Schenkel und alles so heiß. Wolzig. So, hat er das gesagt. Von was hat mir doch Nacht geträumt? War es nicht von einem Messer? Was man doch närrische Träume hat. Andres. Wohin, Kamerad? Wolzig. Meinem Offizier Wein holen. Aber, Andres, sie war doch ein einzig Mädel. Andres, wer war? Wolzig. Nix. Adies. Wirtshaus. Tambourmajor Wolzig, Leute. Tambourmajor. Ich bin ein Mann. Schlägt sich auf die Brust. Ein Mann, sag ich. Wer will was? Wer kein besoffener Herrgott ist, der lass sich von mir. Ich will ihm die Nase ins Arschloch prügeln. Ich will, zu Wolzig. Du Kerl, sauf! Ich wollte die Welt wär Schnaps, Schnaps, der Mann muss saufen! Wolzig pfeift. Kerl, soll ich dir die Zunge aus dem Hals ziehen und sie um den Leib herumwickeln? Sie ringen. Wolzig verliert. Soll ich dir noch so viel Atem lassen als ein Altweiberfurz? Soll ich? Wolzig setzt sich erschöpft, zittern auf die Bank. Der Kerl soll dunkelblau pfeifen. Branntewein, das ist mein Leben. Branntewein gibt Courage. Eine. Der hat sein Fett. Andere. Er blut. Wolzig. Eins nach dem anderen. Kramladen. Wolzig, der Jude. Wolzig. Das Pistolchen ist zu teuer. Jude. Nu kauft's oder kauft's nicht? Was ist? Wolzig. Was kostet das Messer? Jude. Es ist ganz grad. Wollt ihr euch den Hals mit abschneiden? Nun, was ist es? Ich geb's euch so wohlfeil wie ein anderer. Ihr sollt euren Tod wohlfeil haben, aber doch nicht umsonst. Was ist es? Es soll ein ökonomischer Tod haben. Wolzig. Das kann mehr als Brot schneiden. Jude. Zwei Grosche. Wolzig. Da. Er geht ab. Jude. Da. Als ob's nichts wär. Und es ist doch Geld. Du Hund. Mariens Kammer. Narr liegt und erzählt sich Märchen an den Fingern. Der hat die goldene Kron, der Herr König. Morgen hol ich der Frau Königin ihr Kind. Blutwurst sag, komm, Leberwurst. Marie blättert in der Bibel. Und ist kein Betrug in seinem Munde erfunden. Herrgott, Herrgott, sieh mich nicht an. Blättert weiter. Aber die Pharisäer brachten ein Weib zu ihm, im Ehebruch begriffen, und stelleten sie ins Mittel dar. Jesus aber sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Schlägt die Hände zusammen. Herrgott, Herrgott, ich kann nicht. Herrgott, gib mir nur so viel, dass ich beten kann. Das Kind drängt sich an sie. Das Kind gibt mir einen Stich ins Herz zum Narren. Karl, das brüst sich in der Sonne. Narr nimmt das Kind und wird still. Der Franz ist nicht gekommen, gestern nicht und heute nicht. Es wird heiß hier. Sie macht das Fenster auf und liest wieder. Und trat hinten zu seinen Füßen und weinete und fing an, seine Füße zu netzen mit Tränen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küssete seine Füße und salbete sie mit Salbe. Sie schlägt sich auf die Brust. Alles tot. Heiland, Heiland, ich möchte dir die Füße salben. Kaserne. Andres. Wolzig kramt in seinen Sachen. Wolzig. Das Kamisolchen, Andres. Ist nicht zur Montur. Du kannst's brauchen, Andres. Andres. Jawohl. Wolzig. Das Kreuz meiner Schwester und das Ringlein. Andres. Jawohl. Wolzig. Ich habe auch noch einen Heiligen, zwei Herze und schön Gold. Es lag in meiner Mutter Bibel und da steht, Herr,
Wie dein Leib war rot und wund, so lass mein Herz sein aller Stund. Mein Mutter fühlt nur noch, wenn ihr die Sonne auf die Hände scheint, das tut nix. Andres. Jawohl. Wojtek zieht ein Papier hervor. Friedrich Johann Franz Wojtek, Wehrmann, Füsilier im 2. Regiment, 2. Bataillon, 4. Kompanie, geboren Marie Verkündigung, den 20. Juli. Ich bin heut alt, 30 Jahr, 7 Monat und 12 Tag. Andres. Franz, du kommst ins Lazarett. Armer, du musst Schnaps trinken und Pulver drin. Das tötet das Fieber. Wojtek. Ja, Andres. Wenn ein Schreiner die Hobelspinne sammelt, es weiß niemand, wer seinen Kopf drauflegen wird. Straße. Marie mit Mädchen vor der Haustür. Großmutter, später Wojtek. Mädchen. Wie scheint die Sonne am Lichtmesstag und steht das Korn im Blühen? Sie gingen wohl zur Wiese hin. Sie gingen zu zweien und zweien. Die Pfeifer ging voran, die Geiger hinterdrein. Sie hatten rote Socken an. Erstes Kind. Das ist nicht schön. Zweites Kind. Was willst du auch immer? Erstes Kind. Marie, sing du uns. Marie. Ich kann nicht. Erstes Kind. Warum? Marie. Darum. Zweites Kind. Aber warum darum? Drittes Kind. Großmutter, erzähl. Großmutter. Kommt, ihr kleinen Krabben. Es war einmal ein arm Kind und hat keinen Vater und keine Mutter, war alles tot und war niemand mehr auf der Welt. Alles tot, und es ist hingegangen und hat gesucht Tag und Nacht. Und weil auf der Erde niemand mehr war, wollt's in Himmel gehen, und der Mond guckte so freundlich an, und wie es endlich zum Mond kam, war es ein Stück Faulholz. Und da ist es zur Sonne gegangen, und wie es zur Sonne kam, war es ein verwelkt Sonneblum. Und wie es zu den Sternen kam, waren es kleine goldene Mücken, die waren angesteckt, wie der Neuntöter sie auf den Schlehen steckt. Und wie es wieder auf die Erde wollt, war die Erde ein umgestürzter Hafen. Und es war ganz allein. Und da hat sich's hingesetzt und geweint, und da sitzt es noch und ist ganz allein. Wojtek. Marie! Marie. Was ist? Wojtek. Marie, wir wollen gehen, es ist Zeit. Marie. Wohin? Wojtek. Weiß ich's. Waldsaum am Teich. Marie und Wojtek. Marie. Also dort hinaus ist die Stadt. Es ist finster. Wojtek. Du sollst noch bleiben. Komm, setz dich. Marie. Aber ich muss fort. Wojtek. Du wirst dir die Füße nicht wund laufen. Marie. Wie bist du nur auch? Wojtek. Weißt du auch, wie lange es jetzt ist, Marie? Marie. Am Pfingsten 2 Jahre. Wojtek. Weißt du auch, wie lange es noch sein wird? Marie. Ich muss fort das Nachtessen richten. Wojtek. Friert's dich, Marie? Und doch bist du warm? Was du heiße Lippen hast, heiß, heißen Hurenatem, und doch möchte ich den Himmel geben, sie noch einmal zu küssen. Friert's dich, wenn man kalt ist, so friert man nicht mehr. Du wirst vom Morgentau nicht frieren. Marie, was sagst du? Wojtek, nix. Marie, was der Mond rot aufgeht, Wojtek, wie ein blutig Eisen. Marie,
Was hast du vor, Franz? Du bist so blass. Er holt mit dem Messer aus. Franz, halt ein, um Himmels Willen! Hilfe! Hilfe! Wojciech sticht drauf los. Nimm das! Und das! Kannst du nicht sterben? So, so. Sie zuckt noch. Noch nicht. Noch nicht. Immer noch. Stößt nochmals zu. Bist du tot? Tot? Er lässt das Messer fallen und läuft weg. Das Wirtshaus. Wojciech. Tanzt alle, immerzu, schwitzt und stinkt. Erholt euch doch einmal alle. Ach, Tochter, lieb Tochter, was hast du gedenkt, dass du dich an die Landkutsche und Fuhrleit hast gehängt? So, Käthe, setz dich, ich hab's heiß, heiß. Er zieht den Rock aus. Es ist einmal so, der Teufel holt die eine und lässt die andere laufen. Käthe, du bist heiß. Warum denn, Käthe? Du wirst auch noch kalt werden. Sehr vernünftig. Kannst du nicht singen? Käthe. In Schwabenland, das mag ich nicht. Und lange Kleider trage ich nicht. Denn lange Kleider, spitze Schuh, die kommen keiner Dienstmagd zu. Wojciech. Nein, keine Schuh. Man kann auch ohne Schuh in die Hall gehen. Käthe. O pfui, mein Schatz, das war nicht fein. Behalt dein Taler und schlaf allein. Wojciech. Ja, wahrhaftig, ich möchte mich nicht blutig machen. Käthe. Aber was hast du an deiner Hand? Wojciech. Ich? Ich? Käthe. Rot. Blut. Es stellen sich Leute um sie. Wojciech. Blut? Blut? Wirt. Blut! Wojciech. Ich glaub, ich hab mich geschnitten. Da, an der rechten Hand. Wirt. Wie kommt's aber an den Ellenbogen? Wojciech. Ich hab's abgewischt. Wirt. Was? Mit der rechten Hand an den rechten Ellenbogen, ihr seid geschickt. Narr. Und da hat der Ries gesagt, ich riech Menschenfleisch. Puh, das stinkt schon. Wojciech. Teufel, was wollt ihr? Was geht's euch an? Platz oder der erste? Teufel, meint ihr, ich hätte jemand umgebracht? Bin ich ein Mörder? Was gafft ihr? Guckt euch selbst an. Platz da! Er läuft hinaus. Am Teich. Wojciech. Allein. Das Messer. Wo ist das Messer? Ich habe es da gelassen. Es verrät mich. Näher. Noch näher. Was ist das für ein Platz? Was höre ich? Es rührt sich was. Still. Da in der Nähe. Marie? Ha? Marie? Still. Alles still. Was bist du so bleich, Marie? Was hast du eine rote Schnur um den Hals? Bei wem hast du das Halsband verdient mit deinen Sünden? Du warst schwarz davon. Schwarz. Habe ich dich gebleicht? Was hängen deine Haare so wild? Hast du deine Zöpfe heute nicht geflochten? Das Messer. Das Messer. Hab ich's? So. Er läuft zum Wasser. So, da hinunter. Er wirft das Messer hinein. Es taucht in das dunkle Wasser wie ein Stein. Nein, nein. Es liegt zu weit vorn. Zu weit vorn, wenn sie sich baden. Er geht in den Teich und wirft weit. So, jetzt. Aber im Sommer, wenn sie tauchen nach Muscheln, es wird rostig. Es wird rostig. Wer kann's erkennen? Hätte ich es zerbrochen, bin ich noch blutig? Ich muss mich waschen. Da ist ein Fleck und dann noch einer. Es kommen Leute. Erste Person. Halt! Zweite Person. Hörst du? Still! Dort! Der erste. Da! Was ein Ton! Zweite. Es ist das Wasser, es ruft. Schon lang ist niemand ertrunken. Fort,
Es ist nicht gut, es zu hören. Erste. Oh, jetzt wieder. Wie ein Mensch, der stirbt. Zweite. Es ist unheimlich. So dunstig. Allenthalben nebelgrau. Und das Summen der Käfer wie gesprungene Glocken. Fort. Erste. Nein, zu deutlich. Zu laut. Da hinauf. Komm mit. Das war Georg Büchner, Wojciech. Gelesen von Thomas Rappel für LibriVox.org.